An den Kampfrichter bitte die Gesamtsicherheit bitte in die Mitte durchgeben zu mir. Aber erst wenn die Wertung fertig ist. Damen, aus der Bikini-Klasse 1, die Mara Caro von Elis Fitness in Augsburg. Aus der Bikini-Klasse 2, die Jule Schwebe vom Fitpoint Hamburg. Und aus der Bikini-Klasse 3, die Mascha Stutz von der Sportnahrung Engel in Trier. Jetzt geht's um den dicken Pott, der da oben steht. Oder einen von denen. Vierte Drehung nach rechts. Ja, die sind alle sehr verhalten. Rücken hat sich. Und jetzt kommt langsam Stimmung auf für unsere Siegerinnen in der Bikini-Klasse. Haut ruhig mal in die Patsche, Händchen. Tolle Athletinnen, die haben sich einen Applaus verdient. Definitiv. Seiten an sich. Dankeschön. Und wieder nach vorne zur Frontansicht. Athletinnen von der Bühne führen. Ja? Mit einem Applaus entlassen wir unsere Klassensiegerinnen und krönen gleich die Gesamtsiegerin der Bikini-Klassen von der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2019. Gleich sehen wir sie. Verdient hätten sie alle drei. Eine kommt nur wieder. Wir sind gespannt. Meinst du, es wird ein einstimmiges Ergebnis? Auf gar keinen Fall. Definitiv nicht. Ich denke auch, es wird eine knappe Sache. Aber ich sage ja immer, Gesamtsiegerstechen, das wird total überbewertet. Im Moment sind alle drei noch glücklich, dass sie den Klassensieg errungen haben. Und dann sind zwei unglücklich, weil sie nicht Gesamtsieger geworden sind. Finde ich irgendwie Blödsinn. Ich würde mir das erhalten wollen, den Glücksmoment des Klassensiegs. Ist aber doch mit 8:1 Kampfrichterstimmen relativ eindeutig, würde ich sagen. Wow. Ja, würde ich sagen, holen wir sie raus. Wow, okay. Alle drei, wo stehen sie? Nein, nur eine. Ja, natürlich nur eine, aber wo stehen sie? Da hinten sind sie alle. Ich hoffe, sie können mich hören, denn ich verkünde jetzt unsere erste Gesamtsiegerin des heutigen Tages. Und der Sieg geht an die Mara Caro mit der Startnummer 9. Vom Eddies Fitness in Augsburg. Da kommt sie auf die Bühne. Die glückliche Gesamtsiegerin der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2019. Hier und heute in Bochum. 8:1. 8:1 Kampfrichterstimme. Das ist mehr als eindeutig unsere verdiente Siegerin. Mara Caro, gemeinsam auf dem Foto mit Guido Falk und Erich Janner, unserem Präsidenten. Können wir nochmal richtig anstoßen da drauf. Ich würde euch ja bitten, zum Bankett zu kommen, aber ich glaube, es gibt keine Karte mehr. Brauche ich euch die Nase nicht anmachen. Ich glaube, es gibt keine Karte mehr. Schon ausverkauft, das Bankett? Ich glaube schon, oder? Müsst ihr mal den Guido fragen, der weiß bestimmt. Aber den sehe ich gerade nicht. Gibt es noch Karten fürs Bankett?
gibt's noch welche? Es gibt noch welche. Also wer mit der Mara und unseren anderen Siegern und auch denen nicht ins Finale gekommen sind, feiern möchte, heute Abend Bankettkarten, gibt es noch vereinzelt vorne im Foyer. Also überlegt euch das rechtzeitig, nicht, dass ihr nachher traurig seid.